Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, vielfach ausgezeichnet und ein verlässlicher Partner bei Zertifikaten und Hebelprodukten. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Marktprofis erwarten ein Top. Wann genau, ist nicht sicher. Da will sich wirklich keiner aus dem Fenster lehnen. Allerdings hat der parabolische Anstieg einen Endpunkt gefunden. Die Rallye ist beendet, auch wenn es einen Nachzünder geben kann. Im Nasdaq hat sich ein Doji gebildet. Nvidia, die wichtigste Rallye-Aktie der letzten 12 Monate, hat ein Shootingstar am Freitag in den Chart gemalt. Kurz vor der Marke von $1.000 wurde auf die Aktie mit Short-Attacken reagiert. Zuvor war das Call-Volumen extrem angestiegen. Fast 70% aller Optionstrades waren long. Die Bullen wollten die $1.000-Marke sehen und mussten sich zurückziehen. Beim DAX läuft es noch sehr moderat ab. Die 18.000-Punkte-Marke wurde nicht erreicht. Die letzte Woche hat allerdings mit einer Unsicherheitskerze geschlossen. Ein Docht nach oben und nach unten, in der Mitte nur ein kleiner Körper. Das Wochentief lag bei 17.615 Punkten. Erst ab einem Unterschreiten kommt Druck auf. Bei 17.500 liegt der 5er EMA der Woche. Auf Tagesbasis sind wir schon darunter, unter dem 5er EMA. Ein erstes Zeichen für Short. Freitag ist dreifacher Verfall und im Best Case bleibt der Markt, wo er aktuell ist. Kommt Druck auf, müssen die Hedges gedreht werden. Wer mit einer Konsolidierung rechnet, weil die US-Techs das Top gesehen haben, kann das mit einem bekannten Discount-Short der BNP Paribas machen. Der Schein mit einer Basis von 18.000 Punkten hat ein Potenzial von 111%, wenn der DAX bis zum 20. September unter 18.000 Punkten bleibt. Er könnte sogar auf 18.270 Punkte steigen, um nicht im Verlust abgerechnet zu werden. Allerdings muss man den Schein nicht zu lange halten. Wenn wir jetzt mal korrigieren sollten, sind durchaus 1 Euro pro Schein möglich. Das sind fast 50%. Wie gesagt, bis Laufzeitende sind 111% möglich für 6 Monate. Aber auch die vermeintlich risikolosen Discount-Puts sind im Kern Optionsscheine. Zwar kann man mit denen besser schlafen als mit einem K.O.-Schein oder einem klassischen Optionsschein. Es gibt aber auch ein Laufzeitende und eine Schwelle. Beide Daten sind in der Kombination wichtig. Die WKN lautet Paula Emil 9, Siegfried Bertha Emil. Der Schein kostet 2,33 Euro aktuell. Und manche Trader nutzen solche Scheine zum Daytrading, indem sie viele Trades mit geringem Gewinn dann umsetzen. Das geht aber nur bei einem Neobroker, wo die Handelsgebühren entsprechend bei Null sind. Wer Ordergebühren bezahlt, der muss und sollte diesen Schein als Swing Trade ansehen. Die WKN und den Link lege ich in die Shownotes. Und in diesem Zusammenhang will ich euch auch über ein neues Sendeformat informieren. Dieses heißt Crash Cash. Ich habe heute ein Intro auf meinem Kanal hochgeladen. Im Kern geht es mit dem Cashflow um die Nutzung von Puts. Auf YouTube werden wöchentlich Put-Produkte auf Basiswerte vorgestellt, die von Analysten im Rating auf Verkaufen gestellt werden oder die sich in einem Down-Move befinden. Und dahinter steht die Idee, dass Märkte schneller fallen, als sie steigen. Statistisch gesehen um den Faktor 3. Und auch die Rebounds in den Abwärtsphasen, also nach oben, fallen geringer aus. Entsprechend kann der Anleger in kürzerer Zeit die gleiche prozentuale Rendite machen, für die er long viel länger brauchen würde. Schaut doch gerne mal vorbei auf meinem Tippchecker-Kanal auf YouTube. Mein Partner, der Cashflow, hat jetzt auch einen Kanal freigeschaltet. Abonniert ihn gerne auch, denn er wird auch andere Videos alles rund um die Finanzbranche bringen. Bei mir geht's morgen weiter mit Tell Me, dem Schweizer Podcast. Morgen werden auch die Inflationsdaten aus den USA und in Deutschland veröffentlicht. Und by the way, die amerikanischen Börsen öffnen schon heute um 14.30 Uhr und schließen um 21 Uhr. Die Emittenten von strukturierten Produkten handeln aber bis 22 Uhr abends. Bis morgen, wenn ihr mögt. Alles Gute.